1974, als die Swissbau zum ersten Mal stattfand, zur gleichen Zeit haben Sie auch Ihre Unternehmung als Schreinermeister gegründet. Was hat sich seit dieser Zeit verändert? Ja, vor allem bin ich älter geworden, aber nicht nur ich, sondern die ganze Gesellschaft, 40 Jahre. Die Schweiz hat sich entwickelt, sind mehr Menschen, die Ansprüche sind gestiegen. Ich war übrigens immer an der Swissbau und auch immer an der Holzmesse. Wie haben sich die Ansprüche für die Baubranche verändert seitdem? Die Ansprüche der Kundinnen und Kunden sind größer geworden, qualitativ besser. Aber die Ansprüche auch der Politik und der Gesellschaft grundsätzlich haben sich geändert, weil wir haben einen großen Zuwachs und wir haben wenig Raum. Ein Thema sind Ersatzneubauten. Das bedeutet ja vielleicht auch, dass günstiger Wohnraum verloren geht. Müsste da die Branche irgendwie reagieren? Ich glaube, die Branche allein kann nicht reagieren. Sie braucht flankierend die Unterstützung der Politik. Die Politik hat hier Vorgaben zu machen. Und wenn es wirklich das Anliegen der Politik und der Gesellschaft ist, diesen Rückbau zu machen und Neues aufzubauen, dann braucht es flankierende Maßnahmen, um eben diese Problematik zu entschärfen, die Sie angesprochen haben in der Fragestellung.